musst genau das tun, was ich dir sage, sonst werden weder du noch deine Kinder diese Nacht überleben. Sie haben keine Ahnung, wozu ich imstande bin. Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zum neuen Kinocast. Mit mir im Studio die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris und seine Erdnüsse. Im Mund natürlich. Oh, jetzt wird es immer schlimmer. Ich sag lieber nichts mehr. Es wird nur schlimmer, ey. Also, ohne Witz. Wir beginnen gleich mal ganz unten mit dem Niveau. Du. Ja, ich, sorry. Lass uns lieber über Filme reden. Denn wir waren in der Sneak und auch aktiv mal im Kino, richtig, so in einem neuen Film, nämlich Ant-Man and the Wasp haben wir uns angeschaut. Und in der Sneak Preview hatten wir den Film Breaking In, der jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun hat mit Breaking Bad, sondern hier geht es darum, dass eine Frau, gespielt von Gabrielle Union, die erbt ein Haus von ihrem Vater, mit dem sie lange keinen Kontakt mehr hatte. Sie hat sich so ein bisschen von ihm losgesagt. Und der Vater wird eines Morgens beim Joggen richtig überfahren und sieht alles sehr seltsam aus, dieser in Anführungszeichen Unfall, der da passiert ist. Auf jeden Fall ist er dann halt, verstirbt dann halt bei diesem Unfall. Und sie erbt das Haus und kommt mit ihren Kindern dorthin, um alles klarzumachen, dass das relativ schnell verkauft wird. Und dieses Haus ist so ein richtig großes Anwesen, kann man schon sagen. Mitten im Nirgendwo aber, also in so einer waldreichen Gegend. Sieht fast ein bisschen aus wie bei Ozark, so, oder ist auch so ein See in der Nähe. Und sie will das alles quasi vorbereiten, weil am nächsten Tag die Maklerin kommt. Und sie entdecken dann in dem Haus, entdecken ihre Kinder dann auch so ein Kontrollzentrum. Also der muss wohl der Vater von ihr sehr paranoid gewesen sein. Der hat sehr, sehr viele Kameras installiert, Überwachungstechnik, und das ganze Haus ist irgendwie vernetzt und kann so Schutzjalousien runterfahren außen. Es wirkt fast so, als hätte sich auf irgendeine Purge vorbereitet. Und im Laufe des Films erfährt man dann auch, dass der wohl früher ein paar kriminelle Machenschaften verstrickt war und sich deswegen dann irgendwie absichern wollte, und sie, die Tochter, hat sich dann halt auch von ihm deswegen losgesagt, weil der irgendwie in dubiose Geschäfte verwickelt war und damit wollte sie nichts zu tun haben. Es findet dann ein Angriff statt, ein Einbruch statt in dem Haus. Was heißt Einbruch? Also das Haus ist ja an sich sehr gut gesichert, aber der Fehlerfaktor ist natürlich Mensch bei solchen Themen, und die Menschen machen halt Fehler und dadurch können halt Leute in das Haus reinkommen. Problem ist, dass ihre Kinder im Haus sind und sie ist außerhalb des Hauses und sie ist ausgesperrt und kommt in dieses Hochsicherheitshaus nicht mehr so einfach rein. Und die Bösewichter, die sich in dem Haus befinden, mit denen ist auch nicht so richtig zu spaßen, und ja, sie versucht dann halt in das Haus reinzukommen, deswegen auch der Filmtitel Breaking In, und so eine Art umgedrehter Kevin allein zu Hause. Sie versucht dann halt irgendwie nicht in dem Haus das Haus zu verteidigen, sondern irgendwie versucht von draußen reinzukommen gegen die anderen, und das ist natürlich alles jetzt gesichert, und ja, weiß nicht, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Die übliche Frage in die Runde. Irgendwas. Der Vater hatte halt Dreck am Stecken irgendwie. Ja. Hat wohl auch größere, oder die Ganoven, die in das Haus einbrechen, nehmen an, dass er irgendwie einen größeren Geldbetrag in dem Haus versteckt hat, und das wollen sie halt finden und haben die Leitung nach draußen gekappt und haben deswegen irgendwie nur eine bestimmte Zeit, dort alles zu durchsuchen, bevor sie abhauen, bevor eben dann die Polizei kommt, glaube ich. Ne? Deswegen ist da ein bisschen noch so Zeitdruck da. Die junge Frau, die hier die Hauptrolle spielt, die hat bei Bad Boys 2 die Freundin von Will Smith gespielt. Das ist das Einzige, woher ich sie so kannte, aber ich glaube, die hat noch ein paar Serien oder so mitgemacht. Vielleicht weiß da die Kate mehr. Mir kam die bekannt vor, aber ich hab das verfolgt, woher ich die kenne. Außerdem habe ich den Film nicht gesehen. Die hat bei Die Garde der Löwen
die Stimme von Nala gesprochen. Im Original. Ja. Ich weiß nicht, wer es im Deutschen. Naja. Tja, wie fanden wir das? Ja. Ich glaube, wir liegen ein bisschen auseinander mit der Wertung. Oder? Nee. Naja, wir liegen nicht so viel auseinander. Naja, also. Ich sehe gerade relativ. Ich habe bei dir neben deinem Bildchen bei in der Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe stand 9. Aber das waren 9, die genauso gewotet haben wie du. Ich dachte jetzt gerade, du hast 9 gegeben. Ja, aber der Film des Jahres, auf jeden Fall. Oh, hat dich echt gerockt. Ne? Hat dich ja, hat mich total. Nein, also war ja ganz nett. Es war fürchterlich vorhersehbar. Die Gangster waren richtig mies, fand ich. Die hätten so viele Chancen auch gehabt, das Ganze eigentlich irgendwie schon vorzeitig zu beenden. Und ach ja, der Film plätschert irgendwie so dahin. Relativ langatmig war er. Die Story war mir dann doch viel zu dünn für einen Film, wo ich dann 9 Punkte geben würde. ja, es war ganz nett. Und ganz nett ist ja dann der kleine Bruder von Scheiße. Also Scheiße war es nicht. Aber ja. Hätte man wesentlich mehr machen können, auch mit dem ganzen Setting, mit dem Haus da und ja. Letzten Endes wirkte das auch alles sehr, irgendwie sehr, sehr preisgünstig gedreht, aber er wollte halt irgendwie nach mehr aussehen, als er eigentlich ist. Und gerade wenn man jetzt ja mit wenig Budget irgendwas verfilmt, dann muss man wenigstens sehen, dass man ein paar originelle Ideen hat und nicht einfach nur ja, den zigsten Film aus derselben Reihe drehen, den man nur irgendwie über so eine kleine Änderung jetzt versucht, da irgendwie unterzubringen an der Kinokasse. Ich weiß nicht, also ja, hat mich jetzt auch nicht so wahnsinnig mitgenommen, der Film. Obwohl da eigentlich, wenn so Kinder bedroht werden oder so, das nimmt einen schon ein bisschen mit meistens, aber oder mich jetzt, aber pff, das ging mir irgendwie so völlig daneben. Also. Ja. Ja, wie gesagt, ja, es, ihr wiederholt euch. Also. Das ist wieder so ein typischer Film, der so im Mittelmaß versinkt, wo man weder jetzt besonders drüber abranten kann, noch den man irgendwie, wo man ganz tolle Sachen findet, die man lobt. Der versinkt halt irgendwie total im Mittelmaß da. Ich sehe gerade, der eine Schauspieler, der mitgemacht hat, hat bei Miracle das Wunder von Lake Placid mitgespielt. Nathan West heißt der. Chris, Mensch. Ja. Hast du ihn nicht erkannt, Chris? Nee. Ich überlege bloß gerade, wer das war. Ich suche nämlich den einen, diesen ja, mexikanisch aussehenden Typen, suche ich gerade, weil den kenne ich auch aus diversen Filmen. Aber ich finde ihn gerade irgendwie nicht. Das ist hier alles irgendwie nicht so richtig sortiert. Ja, wisst ihr, den mit den vielen Tattoos, den habe ich ja, irgendwie ja. Schon in gefühlt vielen Filmen gesehen. Ich wollte gerade gucken, ob der bei Training Day mitgemacht hatte. Aber ich finde es irgendwie gerade nicht. Ja, und Kate? Fandst du so? Ich habe ihn nicht gesehen. Ach, stimmt. Wie findest du ihn so von unseren Erzählungen her? Nicht so geil. Ja, habe jetzt nicht wirklich Lust, ihn anzugucken. Danke. Nein. Ja. Ich fand schon die Filmbeschreibung mit so interessant und ja, weiß nicht. Vielleicht kann man noch sagen, das Gute ist, er hat nicht so lange gedauert. Er war relativ schnell rum. Aber da gab es dann irgend so eine Stelle, das war glaube ich das, wo die Gangster dann im Haus waren, wo die gesagt haben, so ab jetzt haben wir 2 Stunden Zeit. Ich dachte, um Gottes Willen, hoffentlich zeigen ich das nicht in Echtzeit oder so hier die 2 Stunden. Weil meistens machen die das ja in solchen Filmen, dass sie sagen, okay, wir müssen uns beeilen, weil in einer halben Stunde kommt die Polizei. Und dann geht der Film noch eine halbe Stunde und dann kommt die Polizei. Ne? Ich habe schon gedacht. Wäre aber besser gewesen. Das 2 Stunden. Ja, aber hättet vielleicht dem Film irgendwie ein bisschen anderen Kick gegeben. Nein, keine 2 Stunden. Ich hätte es nicht ertragen. diesen Stumpfsinn und diese Stereotypen. Du wusstest genau, das ist doch dann immer so vom Reißbrett dieses Drehbuch. Weißt du, du hast dann so Gangster und da hast du meistens einen, so einen übelsten Planer, weißt du, der so alles im Griff hat. Ja, das war hier dieser Chef da von denen, ne?
dann hast du irgendeinen, da weißt du genau, oh, den erwischt es irgendwann. Der hat zwar die Idee gehabt irgendwann für das Ganze und hat da den entscheidenden Tipp gegeben, aber der kommt da nicht lebend raus aus der Nummer oder so, ne? Weil der wird irgendwann abgezogen von den anderen. Dann hast du irgendeinen total durchgeknallten, den du überhaupt nicht berechnen kannst, ne? Der einfach mal Leute umbringt und irgendwie plötzlich auftaucht und irgendjemand die Kehle durchschneidet und so. Das ist immer das Gleiche bei solchen, ja, bei solchen Gangstergruppen, da, diese gleiche Gruppen, oh, das war so, hat mich so angeödet, ich habe mich so geärgert. Und dann diese vielen Facepalm-Szenen, die da drin waren, ne? Dann irgendwas machen, wo du denkst, oh nein, mach das doch jetzt nicht, nein. Oh, nee. Vor allem, dass sie ja dann noch versucht da rein und anstatt da irgendwie vielleicht Hilfe zu holen, ja, was ja, also es gab halt so viele, jede von den Personen, die in der Bedrohung drin waren, befanden sich öfters mal an so Weggabelungen, ja, wo du überlegen konntest, gehe ich jetzt diesen einen Weg und renne in mein sicheres Verderben, das wird bestimmt nicht klappen und so weiter, oder nehme ich den sicheren Weg, der zwar jetzt, ja, der das zwar keinen Film ergibt, ja, aber wo einfach die Situation relativ schnell gelöst wäre, ja, und jede Figur hat sich konsequent, wenn es so eine Entscheidungssituation war, immer für die falsche Richtung. Also natürlich, klar, die wollten ja den Film irgendwie am Leben halten, aber da war halt nichts drin, wo man sagt, ja, oh, da wären sie irgendwie in eine Richtung gezwungen, irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder irgendwas. Oh, das war so öde, ey. Diese Stereotypen, ja, da. Alle war gleich. War öde und wir reden immer noch drüber. Ja. Ja, wir müssen ja irgendwas, müssen wir ja mal sagen, wir müssen ja die Leute davor warnen hier vor solchen Filmen. Es sollen ja gute Filme gedreht werden und habe letztens auch so eine Diskussion in so einem Podcast gehört. Da ging es halt auch um so Filme wie Skyscraper, wo es halt darum ging, ja, hey, es gibt halt Leute, die wollen hier das Gehirn ausschalten und sich da irgendwie was angucken lassen, aber rechtfertigen nicht gerade solche Besucher dann wiederum, dass mehr solche stumpfsinnigen Filme gedreht werden? Und das ist hier genau das Gleiche. Ne? Wenn wir jetzt, meine Hoffnung ist ja, dass wir davor warnen, dass das vielleicht doch ein paar Leute erreicht und dann sagen, okay, nee, dann drehen wir halt nicht mehr so nach Reißbrett solche Filme, sondern... Du willst einfach nur die Welt verbessern, sagst doch. Selbstverständlich, das ist mein alter Anspruch hier. Ja, außerdem, man konnte doch relativ, also ich habe ja hier vier Worte zusammengefasst in unserer Metropolsneak-Facebook-Gruppe, die den Film für mich treffend beschreiben. Stereotyp, vorhersehbar, langweilig, Facepalm. Und das vorhersehbar, du wusstest relativ am Anfang, konntest du sagen, genau, was wird jetzt irgendwie passieren. Da gab es so ein paar Sachen noch, diese üblichen Drehbuchkniffe, dass da irgendein MacGuffin irgendwo ist, der da gefunden werden muss oder gesucht werden muss. Und ja, aber selbst die Gangster, ne? Kate, da waren Gangster, die haben alles irgendwie ausgeklügelt, ja, die haben irgendwie zig Leute, die haben das ganze Haus alles ausbaldowert, weil die ganzen Sicherungseinrichtungen, aber die wussten nicht, wo der Safe ist. Ja, das heißt, der Safe musste dann erstmal gesucht werden in dem Haus. Und das, ja, und das unter Zeitdruck, wo sie wussten, okay, wenn wir die Leitung kappen, dann läuft die Uhr, ja, aber dass sie sich da vorher mal Gedanken gemacht hatten, wo ist dieser Safe, dass sie da vielleicht mal sich versucht hätten, Pläne zu beschaffen oder das irgendwie rauszufinden oder so. Nein, nein, nein. Und viele solche Szenen. Also von mir kriegt der Film 4 Punkte, weil der war für mich etwas unterm Durchschnitt. Weil beim Durchschnitt kann ich wenigstens noch sagen, ja, pff, ja, okay. Pff. Aber der hat mich einfach so geärgert an manchen Stellen. Von mir kriegt er 5 Punkte aus ähnlichen Gründen wie bei dir, nur ich halte ihm zugute, dass er nicht zu lange ging. Wie lange ging der? Weil man hätte das auch aufblasen können alles. Deswegen, der ging knapp 90 Minuten oder so. So, jetzt werfe ich mal hier. Jetzt gucke ich mal, ob wir da die Einzigen sind, die es so sehen, weil bei Moviepilot... Nein. Nee? Warte mal, nein, ich guck mal bei Moviepilot gerade. Es geht gerade irgendwie nicht. Moviepilot ist kaputt. Oh, Gottes Willen. Beziehe dich doch einfach auf unsere Facebook-Gruppe. Ja. Da gab es 4 Leute mit 7, 5 Leute mit 8, 1 mit 9, 1 mit 0. Und es gab 10 mit 5 und 6 mit 4. Das sagt doch schon alles. Das stimmt wohl. Ich glaube, die Kollegen in Reutlingen, die hatten diesmal einen besseren Film, wenn ich mich recht erinnere. Die hatten, oder bei uns war keine Double Sneak, aber was hatten die denn gehabt? Nein. Weiß gar nicht, was die hatten. Ach, kann ich jetzt nicht nachschauen. Mal gucken, Breaking In. Pressekritiken 2,0 von 5. Okay, also die Presse sieht es auch ähnlich.
Der Regisseur James McTeague hat von den Besten gelernt. Er war Regieassistent der Wachowski-Geschwister bei allen Teilen der Matrix-Trilogie und bei von George Lucas bei Star Wars Episode 2. Und der hat auch V wie Vendetta gemacht. Oh, dann ist aber ein ganz schöner Abfall jetzt gerade. Puh. Eieiei. Weil den fand ich eigentlich ganz gut. Nee, also ein Satz mit X. Das war wohl nix. Aber wenn du einmal in der Facebook-Gruppe bist, wie lauten denn die Hinweise für die morgige Sneak? Für die morgige Sneak, das wäre dann Sneak Nummer 960. Und da lauten die Tipps, weil wir haben ja zwei Filme, lautet einmal für die Sneak A digitale Spuren und Sneak B Wein, Vibe und Gesang. Kate, ist da schon was eingegangen? Ja, also bei dem Sneak-Tipp A wurde getippt einmal Searching und Slenderman. Nicht schlecht. Und bei Sneak B wurde getippt Mamma Mia 2 und Crazy Rich. Wer sagt außer Slenderman kein Film? Mamma Mia 2. Crazy Rich, da hatte ich auch in irgendeiner anderen Podcast-Sendung gehört gehabt davon. Das ist so aus Singapur der Film oder Indonesien oder sowas. Es geht um einen aus Singapur, so war das gewesen. Ist so eine Love-Story, irgendwie verliebt die sich in einen, der ist in Wirklichkeit eigentlich ganz reich. Und der sagt das aber nicht und versucht das alles ein bisschen runterzukehren. Und es wird dann aber irgendwie rausgefunden in ihrem Umfeld. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, Bollywood-mäßig. Da wird viel gesungen und getanzt. Deswegen hätte ich gedacht, Wein, Vibe und Gesang. Da könnte der Tipp passen. Und Sneak B ist ja häufig auch mal so ein bisschen, kommen ja ein bisschen so die anderen Filme, ja. Nicht so ganz so sehr, obwohl unsere sind auch nicht immer Mainstream, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also die noch schrägeren Filme kommen da manchmal. Deswegen könnte das vielleicht sein, vielleicht. Ja, Slenderman. Ja, da war irgendwas mit digitalen Spuren, weil da irgendwie was Leute mal gepostet haben oder so, da rächt sich irgendjemand, irgendwas war da. Na, mal schauen, was uns erwartet. Ich glaube, mit Sneak A machen wir morgen vielleicht nicht so viel verkehrt. Also sowohl Searching als auch Slenderman ist, glaube ich, ganz interessant. Ja. Wobei, bei Wein, Vibe und Gesang hätte ich jetzt auch als allererstes auf Mamma Mia 2 getippt. Ah, der läuft doch schon, oder? Läuft doch schon. Ja, echt? Ah, ja. Keine Ahnung. Ich glaube, der läuft schon. Also, weil ich weiß es nicht genau, weil mich der Film nicht die Bohne interessiert. Ja, mich auch. Ich fand den ersten schon ganz schlimm. Ja, aber hat ja ein großes Publikum. Und so wie ich gehört habe, Tabitha war ja gestern mit in Ant-Man im Kino. Ja, da erzählt, wo sie den Aufsteller gesehen hat, dass sie da Teil 1 haben sie in der Schule geguckt, im Musikunterricht. Und haben dann Songs nachgesungen aus dem Film. Wusste ich auch nicht, was die da für ein Zeug da an der Schule machen. Können nochmal ordentliche Filme gucken. Zum Beispiel Ant-Man. In der Schule? Weiß wow. nicht. Das wäre jetzt nicht egal, da den neuen Film da jetzt zu gucken. Kann man den alten gucken. Ja, den ersten. Ant-Man. Den ersten, genau. Sollte es jetzt eine Überleitung sein, ja? Dann eigentlich sollte das eine Überleitung werden, aber du hast es verkackt. Dann nutze ich die Überleitung. Und ja, wir waren gestern alle im Kino und haben uns Ant-Man and the Wasp angeschaut. Und ich habe vorher meine Blu-ray mal reingeschmissen und weil meine Tochter wollte abends gerne mit ins Kino kommen. Dann habe ich gesagt, komm, wir gucken den mal zusammen an, damit sie das. Und dann ist ihr mittendrin aufgefallen, dass sie den schon gesehen hat. Und sie hat dann tatsächlich auch viele Sachen gesagt, die da vorkommen. Und ich konnte mich erinnern, dass wo ich den mal geschaut habe, dass sie da auch mitgeguckt hat. Also von daher habe ich den dann quasi alleine noch fertig geschaut. Und Ant-Man 1 ist ein sehr, sehr empfehlenswerter Film. Haben wir ja auch schon hier in der Sendung drüber gesprochen. Sehr lustig, sehr charmant, toll gemacht. Gerade wie er so die Fähigkeiten bekommt und wie das alles so aufgebaut ist. Und dann natürlich auch diese zusätzlichen Szenen, die im Abspann versteckt sind, die ja schon auf andere Sachen hinweisen, die man mittlerweile ja fast schon kennt, aber wo es eigentlich ganz, ganz cool ist, dass man die da schon gezeigt bekommen hat, die man vielleicht noch gar nicht so richtig einordnen konnte. Und ja, gestern sind wir dann in Ant-Man and the Wasp oder Ant-Man 2 gegangen. Und Chris, du wolltest den vorstellen, oder?
Musste. Ich wollte ihn vorstellen, ja. Musste ihn vorstellen. Ja, vielen Dank. Ja, wir befinden uns in heute. So geht's los. Also, Film geht los, berichtet nochmal ganz kurz, was so grob, was in Teil 1 passiert ist. So ein wenig gibt's da einen Überblick, was in Teil 1 passiert ist. Und startet dann auch gleich, das ist nämlich jetzt kein großer Spoiler, mit der Story des Filmes. Also, Ant-Man 2 startet damit, dass es sagt, was wird in diesem Film passieren, worum wird's gehen. Und es geht wirklich darum, dass Ant-Man, also der Scott, ist zu Hause, weil er war ja als Ant-Man unterwegs in Europa, in Deutschland. Und das war nicht so eine ganz legale Sache, wenn man sich erinnert, mit dem ganzen Abkommensgedöns. Das war in First Avengers Civil War, oder? Wenn ich mich recht genau. erinnere. Genau. Hey, ha. Genau. So langsam wird's, hä? Da ja, war sie so doch im Flughafen wird's. Leipzig, war das doch, ne? Ja, Leipzig haben sie zerlegt. Also da war ja auch Ant-Man so riesig groß und blablabla. Und aufgrund dessen wird eben Ant-Man festgenommen dort und darf dann trotzdem in die USA zurückreisen, allerdings hat dann 2 Jahre Hausarrest und ja, wohnt also jetzt nur noch seit zwei Jahren zu Hause, hat natürlich seinen Anzug nicht mehr, hat natürlich gar nichts mehr, wurde also als Superheld mehr oder weniger ausgebremst und wie es halt so ist, kurz bevor seine Zeit zu Hause zu Ende ist, also ich glaube 3 Tage davor, kommt dann doch wieder der Kontakt, weil er eben eine Eingebung hat und es kommt wieder der Kontakt zu den alten Weggefährten, also zu Hank Pym, zu Dr. Hank Pym, Entschuldigung, also Michael Douglas spielt den und zu Hope Van Dyne, Evangeline Lilly, ein Kate. Name wie ein Gedicht. Kate aus Lost. Was? Kate, ja. Was? Die Kate aus Lost. Kate aus Lost. Die Kate aus Lost, danke. Ja. Auf jeden Fall geht es darum, die wollen die Mutter zurückholen, die ursprüngliche Wasp, also die Mama von Hope und die Frau von Hank, die wollen sie eigentlich zurückholen, weil sie sind der Meinung, die lebt noch, und zwar in diesem subatomaren Raum. Und dieser subatomare Raum könnte noch für ganz andere Filme ganz, 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 ganz wichtig werden, aber das haben wir jetzt noch dahingestellt. Ja, wie es halt so ist, nicht alles läuft immer richtig rund. Es gibt Leute, die da, ich will jetzt nicht sagen, ein Problem damit haben, aber die damit dahingehend ein Problem haben, weil sie eben auch an die Techniken ran wollen. Zum einen gibt es da Sonny Birch. Sonny Birch ist so ein Unterwelthändler, der viel Geld machen möchte und mit solchen Sachen auch Geld machen will und da eben auch mit dem Labor, mit dem Versteckten Geld machen will. Dann gibt es noch Ghost, gespielt von Hannah John Kamen. Ghost ist auch noch so, hat eine ganz eigene Geschichte, die jetzt auch nicht eigentlich erzählen will. Die bringt allerdings noch Bill Foster mit. Bill Foster, gespielt von Lawrence Fishburne, der auch noch da mit reinrutscht. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, die ganzen Kumpels von Scott Lang, von Ant-Man, sind auch noch dabei. Also Michael Pena als Louis, David Dastmalchian als Kurt und T.I., der auch noch mit ist. Die war auch aus dem ersten Teil schon da, als der Einbrechertrupp und so alles daraus bekannt ist. Die einfach dem Film nochmal so eine bisschen lustigere, naivere Note geben. Und muss man noch zeitlich vielleicht einordnen, kurz den Film, also er spielt vor Infinity War. Das ist ganz arg wichtig, also er spielt nach dem Auftritt in Deutschland und halt knapp 2 Jahre oder 2 Jahre echt danach. Ja, was gibt's zu sagen noch? Es gibt eine größere Verfolgung, sagt, es gibt Hochs und Tiefs, nennen wir es doch mal so. sehr viel Special Effects, sehr coole Special Effects, teilweise sehr lustige Dialoge, teilweise einfach völlig abgedrehte Szenen. Ich darf nur an das Wahrheitsserum an dieser Stelle mal erinnern. Und ja, was passiert und so weiter, wäre natürlich jetzt schon alles viel zu arg gespoilert. Und ja, Erik, wie hat er dir denn gefallen?
Apropos Spoiler, lass uns doch gleich mal über die zwei Szenen da bei den Schriften reden. Nee, Quatsch. Mir hat er ziemlich gut gefallen. Das ist, ich fand ihn bloß nicht ganz so charmant wie jetzt den ersten Teil. Ich hatte natürlich so dieses wohlige Gefühl vom ersten Teil ja noch irgendwie so intus, als wir in den reingegangen sind. Und es war halt so der erste, aber halt auch so eine Mischung aus allem möglichen, so Heist-Movie war mit drin, ja, wie können wir da irgendwo reinkommen. Dann war auch, was mir später noch eingefallen ist, so ein bisschen 2001 Odyssee im Weltraum mit drin, gerade wo die sich dann in diesem, wie ist das, in diesen Quanten-Dings da bewegen, weißt du, was ich meine? Wie hieß das? Du hast es vorhin richtig genannt, wie hieß es? Du musst jeden Satz mit Quanten sagen, dann passt es. Wie hieß diese Sphäre oder was, wie hast du es genannt? Glaubst du, ich stehe auch im Schlauch? Du hast auch irgendwie gesagt, der geht in diese Quantenwelt, um die Mutter zu holen, ja. Quantenebene. Ja, nennen wir es mal einfach. Quantenebene, ja, genau. Also es ist quasi, um das für die Hörer, die vielleicht das jetzt noch nicht so kennen, Ant-Man kann sich ja, oder der Mensch kann sich mit so einem Anzug verkleinern auf Ameisengröße, deswegen auch Ant-Man, und kann dann verschiedene Sachen ausführen. Und der hat so einen Regulator an seinem Anzug, der eben stoppt, dass er sich nicht einfach immer und immer weiter verkleinert und verkleinert und verkleinert. Und es gibt aber Situationen, da ist das notwendig, um eben zum Beispiel durch feste Materie durchzugehen, muss er halt kleiner werden als zum Beispiel die Atomstruktur des Metalls oder sowas. Da gibt es halt manchmal, wenn wirklich die Welt auf dem Spiel steht, wie es halt immer so ist in den Superheldenfilmen, da muss das eben geschehen. Und das hatte eben die Mutter damals gemacht, wird ja auch im ersten Teil erklärt. Die hat sich dann immer so weit verkleinert und ist dann eben in diese Quantenebene dort reingekommen. Und diese Szenen fand ich sehr, es gibt ja dann bei 2001 Odyssee im Weltraum auch diese sphärischen Szenen, wo ja Douglas Trumbull da auch einen Oscar gewonnen hat dafür, für die Spezialeffekte. Das fand ich hier schon sehr schön referenziert und auch schön dargestellt. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich das in 3D geguckt hätte, ich glaube, ich wäre heil geworden, dann diese ganzen Elemente, die sich da irgendwie bewegen und im subatomaren Raum. Ja, jetzt, genau, das war's doch, ne? Ja. Und ist natürlich, wir müssen natürlich rausfinden, wie können sie die erreichen. Der Unterschied zum ersten ist so, der erste hatte dieses angenehme Feel-Good, dieses angenehme, gute Gefühl hat er eigentlich so die ganze Zeit transportiert, war eigentlich in jeder Szene, auch in den Szenen, wo er jetzt eingeführt wird in das Thema, wo er dann versucht, durch ein Schlüsselloch zu springen oder selbst, wo er dann in der Badewanne irgendwie ganz, ganz klein ist und jemand lässt aus Versehen Wasser rein da. Und während hier hatte ich eigentlich dieses angenehme Gefühl, dieses etwas Beschwingtere, hatte ich nur in den Szenen mit Michael Pena, wenn der mit seiner Truppe, weil die waren einfach so lustig und es war halt nicht so eine einheitliche Linie wie beim ersten Teil, sondern es war eher viel mehr Dynamik drin. Es war von ernsten Szenen, von Leuten, die vielleicht dem Tode sehr nahe sind und jetzt nach irgendeiner Rettung suchen, bis zu dramatischen Szenen, bis zu völlig spektakulären Action-Szenen und eben dann wiederum diese witzigen Szenen, die damit eingebaut waren. Also ich fand das auf die Weise auch eine sehr, sehr gelungene Mischung. Kommt für mich nicht ganz so an den ersten Teil ran, aber das ist Gemecker auf hohem Niveau. Ich fand den toll. Ich habe da echt wahnsinnig viel Spaß gehabt und meine Tochter fand ihn auch super. Der Film ist ja ab 12 Jahren freigegeben. Es gab da so eine, vielleicht Hinweis für Eltern, es gab eine so eine gruselige Szene, wo da mal jemand mit so einem Umhang so im Dunkeln auf jemand zukommt und so, aber der Rest ist eigentlich alles so kindverträglich. Ja. Und Kate, fandst du so? Ich fand ihn nicht so gut. Habe ich jetzt kaum verstanden. Wie fandst du, ne? Ich fand ihn nicht so gut. Ah, okay. Ich fand ihn, ehrlich gesagt, ziemlich anstrengend, weil, also mal abgesehen davon, dass Ant-Man an sich, also der hat ja dann, der kriegt ja dann nochmal so einen Anzug und der ist ja noch nicht komplett ausgereift. Und mir geht es ziemlich auf die Nerven, dass er dann immer Probleme mit diesem Anzug hatte. Also ich finde, der war eigentlich, im Endeffekt hat Wasp alles gemacht. Sie war die treibende Kraft, sie war die in den Action-Szenen, sie war die, die alle vermöbelt hat und er hat die ganze Zeit mit seinem Anzug gekämpft. Und dann dieser Unterwelt
Pendler da, der ging mir auch mega auf die Nerven. Ich weiß gar nicht, warum es den gab. Ich finde, der hat der Geschichte überhaupt nicht zugetragen, außer dass er halt hinter denen her war, weil er in das Labor ran wollte. Und die Ghost, ich finde, der Geschichte war einfach zu blass und hat jetzt, finde ich, auch nicht so super geil in den Film reingepasst. Also, grundsätzlich die Story vom Film, dass man halt versucht, die Mutter aus dieser Quantenebene rauszuholen und dass da halt so, dass sie halt da irgendwas bauen in so einem Labor und so, das fand ich schon gut. Und auch die Geschichte mit dem Hausarrest, wie sie da dann immer alle ausgetrickst haben, wie auch immer das gemacht wurde, sagt man natürlich nicht, aber muss ja irgendwie passiert sein. Das fand ich wirklich gut. Aber diese zwei Zeitgeschichten mit Ghost und diesem Typen, die fand ich total unnötig. Da hätte eine von beiden gereicht und die dann ein bisschen ausgeprägter erzählt. Und es war mir alles ein bisschen zu viel und auch immer dieses, also ich fand auch, das war viel zu viel Geschrumpfe und wieder groß machen. Also gerade zum Beispiel vor diesem Labor. Die Idee grundsätzlich, dieses Labor komplett zu schrumpfen und dass man es damit mit sich rumtragen kann, ist an sich eine coole Sache. So sieht man sie auch im Trailer. Aber ich finde, es passiert einfach viel zu oft. Habe ich übrigens einen Filmfehler entdeckt. Oh. Ja. Also ein Filmfehler in dem eigenen Universum. Weil ist ja immer so ein Film stellt ja immer so gewisse Regeln auf. Ja, so und so ist das. Und ich habe ja den ersten Teil geguckt, da hieß es dann, ja, wenn da was verkleinert wird, zum Beispiel der Mensch mit dem Anzug, der behält quasi seine Kraft gleich und das wird dann halt proportional, aufgrund der Größe wird es halt viel konzentrierter, ne? Mhm. Und der behält ja auch das Gewicht gleich und die Dichte wird halt mehr verdichtet, deswegen kann er irgendwo runterfallen und ihm passiert nichts, ne? Man sieht das ja dann ein paar Mal, fällt irgendwo runter auf Stein, kaputt, aber so. Wenn jetzt das Labor, was ja ein Gebäude ist, von, weiß nicht, was das für eine Höhe hatte, also wenn das geschrumpft wird, heißt es natürlich, dass die Dichte wird natürlich enorm hoch. Was natürlich andersrum bedeutet, dass es sackeschwer sein würde. Das heißt, daraus so einen Rollkoffer zu machen, den einfach hinter dir herziehst, geht einfach nicht. Nach den Regeln des eigenen Universums. Ja, aber du hast ja auch gesehen, die hatten da in ihrer Entwicklung auch einen Zeitsprung drin. Die haben das bestimmt perfektioniert. Na, also dass die Logik dahinter nicht 100% passt, das gehe ich einfach davon aus, dass sie das halt innerhalb der Zeit das toleriere ich bei so einem Film, weiterentwickelt haben. Was mich gestört hat, war diese unbeschwerte Art, damit umzugehen. Ja, das ist wieder dieses, wir haben eine Technologie, wir verheimlichen sie aber vor allen und niemand darf sie haben außer uns. Dabei könnte sie vielleicht die Welt vor Thanos retten oder vor was weiß ich wem retten. Ja, und das geht mir ehrlich gesagt bei den Marvel-Filmen momentan ziemlich auf den Wecker, dass diese verschiedenen Welten existieren, in manchen Filmen zusammenarbeiten, aber gemeinsam ihre Technologien nicht teilen, um vielleicht größere Probleme zu lösen. Ja? Das hat mich ja schon bei Black Panther gestört. Ich darf dich ganz kurz an das Ende von Black Panther erinnern, aber ist ja egal. Ja, du weißt, was ich meine. Aber naja, ich weiß, was du meinst. Das allerbeste am Ant-Man-Film für mich war das Ende. Das war das Beste am ganzen Film. Weil das hat mich wirklich aufhorchen lassen. Das hat mich jetzt interessiert, wie geht es jetzt weiter. Das hat mich den Film besser bewerten lassen, als ich ihn tatsächlich fand. Die Zusatzszenen meinst du, ja? Ja, also okay. Das Post-Credit. Okay. Das war das Beste am ganzen Film. Finde ich jetzt. Und das kleine Mädchen. Ich mag seine Tochter. Die finde ich süß. Die mag ich. Also, dann darf ich jetzt da noch mal dagegen halten, hoffe ich doch mal. Ja. Ich fand ihn nämlich extrem gut. Ich fand Ant-Man überhaupt nicht überladen, was die Superhelden angeht und hier und da und überhaupt. Und man darf nicht vergessen, wo die Geschichte hinkommt und wo sie herkommt auch. Paul Rudd, der übrigens auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, in seiner Art und Weise trägt eigentlich den Film, denke ich, schon ganz groß und ganz gut. Und er ist halt erwachsener geworden. Er ist auf jeden Fall sich seiner Verantwortung bewusst. Ich glaube, das ist ihm auch dadurch gekommen, durch diese 2 Jahre da im Hausarrest zu Hause.
du wirst irgendwann ein bisschen, glaube ich, seltsam, wenn du 2 Jahre nur zu Hause hockst und nicht raus darfst. Und da glaube ich, wie gesagt, das hat extrem mit reingespielt. Und das fand ich dann auch, weil Erik hat mal gemeint, so, oh, der ist irgendwie so ernst geworden und alles. Und ja, wie gesagt, Scott Lang ist etwas erwachsener geworden. Und die Mission der beiden anderen war auch klar. Und jeder hatte so sein Ziel. Das eine war wieder getrieben vom Geld, der andere Heilung der Schmerzen. Und die Dritten, die es ausgelöst haben, einfach, ich bring die Mutter zurück. Und so hatte jeder einfach seinen Weg zu gehen und seine Aufgabe oder sein Ziel, und jeder musste es halt anders angehen. Und das fand ich relativ spannend dann auch, wie das dann auch zusammengepasst hat und wie es dann auch immer wieder gewechselt hat. Und du wusstest ja nie wirklich, wer steht als nächstes auf der Matte und oh, musst du da eigentlich aufpassen, das dann hier und da. Und dass The Wasp die Hauptarbeit gemacht hat, ja, absolut richtig, aber auch, weil eben Ant-Man die ganze Zeit ja mit einem Fuß wieder zu Hause stand, damit er ganz schnell nach Hause kann, falls das FBI wieder aufschlägt, und hätten die ihn dann nicht vorgefunden, dann wäre er halt ins Gefängnis gekommen, und das wollte er halt auch nicht, weil er will ja bei seiner Tochter sein. Deswegen fand ich das schon, von der Geschichte her fand ich es extrem cool gemacht, einfach auch diese Entwicklung da von den Charakteren zu sehen. Und wie ich es auch gerade schon gesagt habe, er war halt nicht so absolut überladen, was Superhelden angeht, er war nicht so super episch oder epochal, wie Black Panther es versucht hat. Er war für mich so ein bisschen ein bodenständiger Superheldenfilm. Mit den richtigen Freunden, mit dem richtigen Maß an Witz bei der Sache und halt mit sehr guten Schauspielern, wie ich finde. Und das hat das alles so wirklich getragen durch den Film auch. Und deswegen, klar, Technologien haben sich auch weiterentwickelt. Die wollten ja auch irgendwie da rein und mussten ja auch was ändern. Deswegen, es kann schon sein, dass da Erik sagt, okay, Filmfehler oder Fehler im eigenen Universum. Das typische Ja und Nein kann man so sehen. Auf der anderen Seite ist es halt auch diese Weiterentwicklung. Und wenn man dann auch die Geschichte von Ghost sich anschaut, dass die für S.H.I.E.L.D. gearbeitet hat, und das waren vielen dann auch gar nicht klar, und dann wieder so ein bisschen die dunklere Seite von S.H.I.E.L.D. beleuchtet wird, was vielen vielleicht auch nicht so ganz bewusst ist und alles. Und das, wie gesagt, fand ich auch gut. Deswegen, es hat sehr, sehr viel mit reingespielt, hat auch am Ende jetzt noch, denke ich, ganz viele Fragen aufgeworfen. Und ja, der erste Ant-Man war so ein bisschen auch wie der erste Guardians of the Galaxy. Es war mehr so ein Überraschungsfilm, so ein Überraschungserfolg vielleicht auch, so was man gar nicht zugetraut hätte. Der zweite Guardians-Film war okay, der war auch nicht so berauschend, aber ich fand jetzt den zweiten Ant-Man, fand ich, wie gesagt, dahingehend extrem cool, extrem gut, weil er eben seine ganz eigene Art hat und diesem ganzen Dauer-Action-Gedöns, was wir jetzt zum Beispiel bei Infinity War hatten, weil es war ja auch so gefühlt 2 Stunden lang Kampf und Rennen und bliblablub, und das hat der Film irgendwie nicht so ganz drin und hat allerdings für mich keine längere Phase gehabt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt kommt mal wieder voran. Ich fand das Tempo von dem Film extrem gut und ich fand die Geschichte extrem gut. Deswegen hat er mir sehr, sehr gut gefallen, weil, wie gesagt, für mich eine runde Sache, und halt dieses Ende dann, puh, wenn du weißt, okay, das spielt vor Infinity War und du bist dir, hockst im Kino und sagst, okay, es kommt noch irgendwas, es muss noch irgendwie eine Anspielung kommen. Puh. Ja, ne, ich fand ihn auch sehr gut. Also das war vorhin Gemecker auf hohem Niveau da mit dem bei mir. Was ich halt ganz gut finde bei Ant-Man, ist, dass das halt irgendwie noch so ein bisschen so wissenschaftlich so untersetzt ist. Das ist jetzt niemand, der irgendwelche mysteriösen Zauberkräfte da von irgendwoher bekommen hat und die dann irgendwie benutzt, oder irgendwie einen Ring, der irgendwelche Fähigkeiten hat oder sowas. Sondern es hat halt irgendwie mit diesem Anzug, der auch irgendwie, ja, der muss halt gewartet werden und da muss mal was verbessert werden und so. Das finde ich immer sehr charmant, wenn das so, genau wie bei Iron Man, der eigentlich so ein normaler Mensch ist, ja, dahinter. Ja. Ja, nicht jetzt irgendwie irgendwelcher Gigifax, wo dann wirklich, wenn die Story irgendwie gar nicht weitergeht, wird dann halt erfunden, dass der jetzt irgendwie, die Kraft hat sich jetzt irgendwie geändert und es geht jetzt, plötzlich geht's wieder oder so. Ja. Was ich noch lobend erwähnen möchte, waren die Autos.
Die Autos. Die Autos. In dem Setzkasten. Ja. Wie cool war das denn? Und auch das fand ich da, die Verfolgungsjagden und so, einfach geil. Das war richtig gut. Klar könnte man sagen, okay, das ist quasi wie im ersten Teil, wo er dann rumrennt und alles, aber nee, fand ich cool. Das mit den Autos hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Was da ein bisschen schade ist, ich hatte den Trailer vorher angeschaut, oder besser gesagt, ich hatte den meiner Tochter gezeigt. Ich hatte den selber noch, glaube ich, noch gar nicht so richtig intensiv geschaut gehabt, den Trailer. Und dann habe ich ihn halt mit ihr zusammen angeschaut. Ich habe selber drauf geachtet, ob ich irgendwas entdecke, was vielleicht nicht so kindgerecht sein könnte, irgendwelche Gewalt oder sowas. Nicht, dass da doch irgendwas drin ist. Und da ist mir aufgefallen, der Trailer verrät eigentlich alles. Das sind eigentlich wirklich die Szenen, die coolen Szenen vom Ende sind drin. Dann ist mit dem Schrumpfen von Labor ist drin und so. Und der Petspender. Bitte? Der Petspender. Ja, das ist drin, genau. Also irgendwie waren schon so diese Money-Shots, die dann auch im Film sind, wo du, wenn du in einem anderen Film drin gesessen hast, wo du gedacht hast, wow, coole Szene und so. Aber die hatte ich jetzt alle schon gesehen gehabt im Trailer. Das fand ich ein bisschen schade hier bei dem zweiten. Ja. Du darfst einfach keine Trailer mehr. Ja, das wird sein, ja. Das gibt ja Leute auch in unserem Umfeld, die vermeiden bei Star Wars jeglichen Trailer und irgendwas, halten sich dann sogar im Kino die Augen zu. Ich meine, ja, kann man machen, ja. Aber wie gesagt, hier habe ich ihn wirklich nochmal intensiv geschaut gehabt, um zu sehen, ob da irgendwas vielleicht Komisches drin ist oder so, irgendwas Gruseliges. Und ja, deswegen habe ich den da nochmal intensiv mitgeguckt und dann ist mir halt, wir sind ja dann quasi an dem Abend ins Kino gegangen und da ist mir halt wirklich aufgefallen, wirklich so wie so eine Checkliste, und dann ist nicht so mehr wahnsinnig viel da drin gewesen, also bis auf das mit Ghost, aber das wurde im Trailer schon auch mal so ein bisschen gezeigt und natürlich dann das Ende, aber ja, wenn man diese Post-Credit-Szenen jetzt mal außen vor lässt, muss der Film ja auch irgendwie für sich stehen und da fand ich halt den ersten irgendwie charmanter, so durchgehend charmanter, es gibt ja im Drehbuch, wenn du Drehbücher schreibst, gibt es so verschiedene Möglichkeiten und die siehst du blöderweise immer wieder, wenn du einmal die Mechanismen kennst, es gibt einmal die Variante, dass irgendein MacGuffin gefunden werden muss, das heißt irgendein Bauteil muss irgendwo hergeholt werden und dann gibt es Probleme und dann baut sich die Story auf, die Storylinie, oder es geht jemand verloren und muss wieder zurückgeholt werden und davon sind jetzt schon zwei Sachen hier in dem Film gewesen und das sind so diese grundlegenden Sachen für Drehbuchschreiben, ja, wo man wirklich sagt, ja, wenn dir gar nichts mehr einfällt, nimm eins von diesen vier Punkten und da waren schon zwei in diesem Film jetzt drin, wo ich mir sage, ich glaube, die Comics sind wahnsinnig gut, sonst hätte die nicht so eine wahnsinnige Fanbase. Ich glaube schon, dass es da andere coole Stories gegeben hätte, die sie zum Film machen können. Aber naja, trotzdem, Gemecker auf hohem Niveau. Also ich gebe dem Vorhergehen, ich habe nochmal nachgeschaut, habe ich irgendwie 9 Punkte gegeben oder ich gebe dem hier auf jeden Fall 8 Punkte. Und ich habe ihn auch schon diverse Male weiterempfohlen. Ja, weil er macht einfach Spaß. Es ist richtig schönes Popcorn, Sommerkino, Actionkino mit allen drum und dran. Tolle Charaktere, gute Schauspieler, viel Witz auch. Man kann lachen, man wird überrascht, was alles so. Die Action-Szenen sind ganz cool. Ja, kann man empfehlen. Also ich zumindest. Wie seht ihr so? Schweigen im Walde. Muss ich die Leute direkt ansprechen? Kate, gibst du bitte deine Punkte? Ja, ich gebe ihm 6 Punkte. Was? Genauso viel wie Breaking In? Also der Chris. Ich habe Breaking In gar 5. keine Punkte gegeben. Der Chris gibt 6 Punkte, Breaking In. Nein, der Chris gibt 5 Breaking In, hallo? So, ich war das mit 4. Ah, Gott, oh Gott. Jetzt hört nicht auf mich. Ich habe ihm 8,5 gegeben. Also irgendwo zwischen 8 und 9. Ah ja, das sind wir ja doch vertreten hier im Range. Ich habe gerade mal nachgeschaut, dieser eine Typ, dieser, wie heißt der, Sunny, den kennt man ja auch aus diversen Filmen, ne? Der hat meistens so in irgendwelchen Western hatte der mal so eine Rolle. Dann bei Tomb Raider hat er mitgespielt, bei Maze Runner sogar, Justified und bei Sons of Anarchy, da habe ich den damals wahrgenommen. Ja, ist auch so ein cooler Typ. Der muss einen MacGuffin beschaffen. Jo, okay, das war's zu Ant-Man and the Wasp. Ich bin gespannt auf die Kommentare von anderen, die das gesehen haben. Wir haben es jetzt bewusst spoilerfrei gehalten. Wollen wir eigentlich noch über den Rest? Müssen wir eigentlich auch noch mal ein bisschen reden, ne? Dann mache ich hier mal eine... Nö, was willst du da noch drüber reden? Also über die Post-Credit-Szenen?
Ja. Möchtet ihr nicht darüber reden, dann machen wir jetzt keine Spoilerwarnung. Nein, okay, dann reden wir nicht drüber, schaut es euch selber an. Haha, jetzt haben wir euch aber ausgetrickst. Haha, müsst ihr euch selber anschauen. Und wie macht das Huffington Post immer? Schaut euch den Film an, das Ende wird euch umhauen. Jawohl, so eine Tagline hier, so Clickbait-Tagline. Jawohl, das war's zu Ant-Man and the Wasp und Teil 1. Ja, bevor wir zu den Trailern kommen, wir haben ein paar neue Trailer-Empfehlungen für euch, die ich auch mit verlinken werde. Werden wir doch mal reinschauen, erstmal in die Filmstarts der Woche und in die Kinocharts hier in Stuttgart. Kinocharts und Neustarts. In den Charts sieht es hier in Stuttgart wie folgt aus. Auf Platz 10 ist Ocean's 8, da wären wir fast gestern reingegangen, habe ich gehört. Aus Versehen. Platz 9 ist Meine teuflisch gute Freundin. Platz 8, The First Purge. Platz 7, Jurassic World, Das gefallene Königreich. Platz 6, Die Farbe des Horizonts. Platz 5, Sicario 2. Platz 4, Skyscraper. Platz 3 ist Ant-Man and the Wasp. Aber hier fehlt noch der Rest des Wochenendes. Also heute, wir nehmen ja Sonntag auf, da werden ja auch noch ein paar Leute reingehen. Platz 2, Mamma Mia, Here We Go Again. Platz 1, Hotel Transylvania 3. Bin mir jetzt nicht sicher, ob aufgrund der Ferien ob Hotel Transylvania noch die 1 dann halten kann. Aber ich prophezeie mal, dass Ant-Man in der nächsten Woche auf Platz 2 oder auf 1 sein wird. War auch ganz gut besucht, das Kino bei uns. Ja. Es starten folgende Filme jetzt neu diese Woche. Oh, ich sehe gerade, da kommt ja gewaltig Konkurrenz zu den etablierten Filmen. Es startet nämlich Mission Impossible Fallout mit Tom Cruise wieder als Geheimagent Ethan Hunt. Dann Grenzenlos, ein romantischer Thriller von Wim Wenders über zwei Menschen in Extremsituationen, die über schier unpassierbare Grenzen hinweg versuchen, einander zu erreichen. Eine romantische Komödie kommt noch, Destination Wedding. Da hatte ich auch das eine Mal gedacht, dass der eventuell in der Sneak kommt bei uns, wo der Tipp in die Richtung ging. Romantische Komödie mit Keanu Reeves und Winona Ryder, die sich zufällig auf einer Hochzeit über den Weg laufen und ineinander verlieben. Was haben wir noch? Zu Hause ist es am schönsten, ein italienisches Drama. Da trifft eine Großfamilie zur Feier auf einer Insel ein und muss böse Erinnerungen überwinden, als ein Sturm die Insel vom Festland trennt. Aber eine Insel ist doch meistens. Ach so, wahrscheinlich fährt die Fähre nicht oder so. Es gibt noch einen Animationsfilm, ein Musical-Animationsfilm, der heißt Prince Charming. Eine märchenhafte Musical-Animation, da findet Schneewittchen, Aschenputtel und Dornröschen heraus, dass sie alle mit demselben Prinz Charming verlobt sind. Ha. Wäre doch eigentlich ein Film gewesen mit Melissa McCarthy und mit den anderen zweien da. Aber gut. Corpse Party startet noch. Ein japanischer Horrorfilm zum gleichnamigen Videospiel. Oh, könnte das was sein hier mit digital und so? Ja. War unser Tipp, muss eine Gruppe von Teenagern in einer verfluchten Schule ums nackte Überleben kämpfen. Klingt ja fast ein bisschen wie Battle Royale. Was haben wir hier noch? Der läuft nicht an bei uns. Nö, die anderen laufen alle nicht an. Ich werfe mal kurz einen Blick, was in den USA. Oh, in den USA auf Platz 1 ist die Equalizer 2. Und Mamma Mia ist auf Platz 2. Ant-Man nur auf 4 dort. Hat aber bis jetzt schon ganz ordentlich eingespielt. Der läuft wahrscheinlich schon ein bisschen länger dort, kann das sein? Ja. Weil der hatte ja schon 165 Millionen eingespielt und jetzt am Wochenende 16,5 Millionen. Also nehme ich mal an. Ach hier, läuft seit 3 Wochen. Hier steht's ja. Das ist ja unfair. Warum läuft denn der da schon 3 Wochen? Das geht ja gar nicht hier heutzutage. Okay. Das war's dann. Und wir werfen jetzt mal einen Blick in die neuen Trailer. Da hat ja zum einen der Chris letzte Woche mal so beiläufig erwähnt, Erik, kennst du schon den neuen Godzilla-Trailer? Und hat mich damit ja völlig, also zum einen habe ich das gar nicht mitbekommen, obwohl das eigentlich in meiner Filterbubble, dadurch, dass ich ja die Godzilla-Filme so mag und hätte ich eigentlich erwartet, dass es mir dann irgendwie reinspült, aber anscheinend hat das keiner so richtig für nötig gehalten, mich da vorher zu informieren, aber ja. Der neue Godzilla-Trailer, der Film startet ja erst nächstes Jahr. Das heißt, mal gucken, was da noch alles so passiert. Obwohl der Trailer, der macht schon große Lust, finde ich. Ne? Ja. Sch-
Schweigen im Walde. Ja. Godzilla geht immer. Ja. Was ich halt auch cool finde, ist, dass der, wie heißt der, nicht Targaryen hier, der eine ist, der sagt, here comes the king. Wo dann der Godzilla auftaucht. Der Game of Thrones Schauspieler. Ja. Habt ihr den Trailer überhaupt gesehen? Ich habe das Gefühl, ich habe den Trailer gesehen, weil ich weiß, dass da Elfie spielt. Okay. 11. Ja, so viel verrät der Trailer ja noch nicht. Ja, genau. Er verrät zumindest, dass Godzilla jetzt einen Laserstrahl abfeuern kann aus seinem Mund oder zumindest Licht. Konnte ne? schon immer. Ja, aber das sieht cool aus im Trailer. Ich muss ihn unbedingt sehen. Ja, die eine Szene bei Ant-Man war auch fast so, ne, wo er so im Wasser schwimmt, wo so eine Welle vor sich herschiebt und die sah auch fast ein bisschen Godzilla-mäßig aus. Da habe ich Lust bekommen, Godzilla anzugucken. Ja. Also freue ich mich drauf, der startet am 30. Mai erst 2019 in den deutschen Kinos, wird dann quasi nächstes Jahr die Sommer-Blockbuster einläuten, hoffe ich mal, dass der ein bisschen performt. Mhm. Dann hatte ich der Kate mal einen Trailer geschickt für eine Serie, nämlich Deadly Class. Da geht es um eine Klasse von... Weiß ich, sind das schon Superhelden oder haben die irgendwelche Kräfte oder irgendwas? Also der Trailer hat mich ehrlich gesagt ziemlich verwirrt. Also im Endeffekt geht es um Teenager und Schüler, die Problemschüler sind. Und die werden dann quasi ausgesucht und werden an einer speziellen Highschool zu Killern ausgebildet. So. Das ist das, was ich aus dem Trailer rausfiltern konnte, der sehr, sehr starr, also sehr hektisch geschnitten ist. Viele Leute, viele Gesichter, die man sich nicht merken konnte. Aber ich glaube, darum geht's. So ungefähr. Ja. Ich hoffe mal, da kommt noch ein normaler Trailer, der ein bisschen mehr Infos gibt. Aber es sah jetzt nicht mega schlecht aus, aber ja, dauert noch. Der kommt ja, glaube ich, erst nächstes Jahr raus. Nächstes Jahr wird dann auf Sci-Fi laufen und ich hatte schon mal geschaut, das basiert auf einer Graphic Novel, die heißt auch Deadly Class, tödliches Klassenzimmer und ist 2015 hier als Taschenbuch erschienen, wird zwar bestimmt schon früher aufgelegt gewesen sein und das Buch oder diese Graphic Novel ist geschrieben von Rick Remender, der hat zum Beispiel Uncanny Avengers gemacht und Wes Craig, der ja Guardians of the Galaxy gemacht hatte, die Graphic Novel, die dem Film zugrunde liegt. Also von daher, also die Voraussetzungen sind schon mal ganz gut. Der eine Typ von Doctor Strange ist dabei. Ey, vor allem, ich habe echt gedacht, das ist der gleiche, weil der sieht in der Rolle identisch aus. Da ich dachte, hä, ist das jetzt auch wieder? Hat das damit irgendwie zu tun? Oder? Soll er das machen? Habe ich mal geguckt, aber die heißen anders. Soll er sich lange Haare wachsen lassen? Nein, aber auch die Art, so. Er ist ja dann da so ein Professor und bei Dr. Strange ist er ja auch so eine Art Mönch und hat dann auch immer so ein Gewand an und in dem Trailer hat er auch so ein Gewand. Ich so, hä, sind das jetzt die gleichen? Und dann heißt er, bei Strange heißt er Wong, hier heißt er Ling. Also, sorry. Gab es halt mal eine Verwechslung. Aber ja, das ist der gleiche. Da lief wohl jetzt auf der San Diego Comic-Con, auf der SDCC, liefen die ersten 13 Minuten von Deadly Class und der ist wohl wahnsinnig gut angekommen. Wäre wohl ein Mix aus Wanted, Kingsman und Stranger Things. Ja. Gab es dann auch so eine Panel-Diskussion und hat einen ziemlichen Bass, deswegen hat es das bei mir auch in die Timeline reingespielt, im Gegensatz zu dem Godzilla-Trailer. Ja. Tja. Jetzt weißt also, du Bescheid. Ja, ja. Hat auf jeden Fall mehr positive Reaktionen in meiner Filterbubble ausgelöst als der Godzilla-Trailer. Oder zumindest habe ich davon mehr mitbekommen, weil irgendjemand geschrieben hat, Deadly Class und so. Ja, ging da. Der eine verlinkt einen Trailer, der andere verlinkt irgendeinen Blogartikel und sowas. Sollte man mal im Auge behalten, wenn das dann kommt. Könnte vielleicht so ganz cool werden. Ja. Und dann hat man noch einen. Ich weiß nicht, Chris. Willst du mal den vorstellen, den Trailer? Ich habe den Trailer nicht gesehen, kann ich nicht vorstellen. Okay. Aber danke. Wir hatten uns noch einen angeschaut, nämlich Battle Angel Alita. Und das ist ein neuer Film von Robert Rodriguez, der aber
Ja, der hatte sich irgendwie mit James Cameron getroffen gehabt und James Cameron plante wohl seit vielen, vielen Jahren mal diesen Film zu machen, und wie das auch bei Avatar so war, dann wollte er warten, bis die Technik so weit ist, um den zu machen. Das basiert auf einem Anime von 1900 oder Anfang der 90er, 93, 94 oder so die Drehe, wo damals eine sehr, sehr große Schwemme an Animes kam, die alle ziemlich gut waren. Und diesen Realfilm hat er schon sehr, sehr lange vorgehabt, mal zu machen, und hatte sich da mit Robert Rodriguez immer drüber ausgetauscht, und jetzt wird das dann halt so gemacht, und zwar James Cameron, aber eher als Produzent und ja, Unterstützer des ganzen Projektes, auch von der technischen Seite her, denke ich mal, wird da sehr viel passieren, weil die Hauptfigur wird zwar von einer realen Person gespielt, die man auch sehen kann in diversen Interviews auf YouTube, ist aber im Film so ziemlich, ja, hat so ein sieht eigentlich völlig animiert aus, oder Kate? Die Hauptfigur? Eigentlich schon. Ja, ne? Dadurch, die hat so ganz große Augen, das macht mich ganz kribbeln. Also sie sieht definitiv nicht menschlich aus, und das auch ohne, dass man jetzt ihre Arme oder so sieht. Ja, also das ist schon gruselig. Aber cool. Gruselig, aber cool. Definitiv. Also das wirkt alles so in so einer postapokalyptischen Welt wieder, wie es halt meistens so ist. Und wenn ich den Trailer richtig deute, gibt es dann auch so ein System, dass da verschiedene Ebenen in der Gesellschaft sind, fast so ein bisschen wie bei Elysium oder sowas, wo die einen irgendwie oben leben und die anderen unten im Moloch irgendwie. Und bin ich sehr gespannt drauf. Der wird dieses Jahr im Dezember rum starten im Kino. Und dadurch, dass er dieses Jahr kein Star Wars Film im Dezember ins Kino kommt, könnte es wirklich sein, dass da viel Publikum da abgefasst wird, die sagen, ja, so ein Science-Fiction-Kracher-Film um die Zeit rum mal anschauen. Hat natürlich dann auch nicht viel Konkurrenz, wenn da nicht irgendwie Star Wars dagegen gesetzt wird oder irgendwas anderes. Ne? Ja. Er sieht sehr extrem cool aus. Ich mag ja so den Look, so dieses Japan, dieses Blade Runner-eske da, diese Architektur, und ich kann mich bloß immer nicht so ganz anfreunden mit diesen voll animierten Charakteren. Also im Gegensatz zu den meisten konnte ich auch mit Gollum nie so richtig viel anfangen bei Herr der Ringe oder ich weiß nicht, mit Avatar ist ja bekennendermaßen, bin ich nicht gerade so der größte Liebhaber von Avatar, von dem Film. Ich hoffe mal, dass der noch irgendwie gut wird. Also die Grundbedingungen sind schon mal enorm gut. Die Story, die taugt, glaube ich, eine ganze Menge. Und bin gespannt auf den Film. Ja. Battle Angel / Alita heißt der. Startet am 20. Dezember in den Kinos. Und wir werden euch alle drei Trailer verlinken, dass ihr die auch mal anschauen könnt. Und dann sind wir gespannt auf die Kommentare. Ja. Kate, du hast eine Serie geschaut. Warte mal, da muss ich ja. Für Serien haben wir doch hier extra was. Haha, hier. Serien. Ich habe in die neue Staffel von Orange is the New Black reingeguckt. Inzwischen die sechste Staffel. Und man kann sie nicht spoilerfrei besprechen. Das heißt, wer jetzt die fünfte noch nicht gesehen hat, sollte nicht mehr zuhören. So. Man kann jetzt nicht zuhören. Aber ich gucke es auch nicht. Ich bin dann auch mal raus. Ciao. Also am Ende der fünften, beziehungsweise in der fünften Staffel gibt es ja diesen riesen Aufstand in dem Litchfield-Gefängnis. Und dieser wird durch die Polizei mit Gewalt unterbunden. Und alle werden verhaftet. Da gehen auch einige Rauchbomben hoch und ziemlich viel wird zerstört an dem Gefängnis. Das heißt, die Insassen können da auch erstmal nicht bleiben und werden verlegt. Und die Redelsführer quasi, oder zumindest die, wo das FBI und auch die privatisierte Firma MCC glaubt, dass es die Redelsführer sind, werden in das nahegelegene Hochsicherheitsgefängnis gebracht und erstmal in Einzelhaft gesteckt. Und so landen also unsere Hauptfiguren, unter anderem Piper, in diesem Hochsicherheitsgefängnis und müssen jetzt erstmal sich da wieder rausfinden. Und es fängt an mit, also die erste Folge startet total abgefahren, aber richtig cool. Ich
also geht erstmal gar nicht mit der Story aus, sondern wird erstmal aus dem Blickwinkel von Crazy Eyes gezeigt. Und das ist todlustig. Also ich fand es richtig gut und ich fand es auch echt gut, dass die Staffel so anfing. Und wie man ja, die Serie gucken, wissen, die Frau hat total einen an der Klatsche und die sieht die Dinge aus ihrer eigenen Perspektive und in ihrer eigenen Welt. Und ich will gar nicht erzählen, was die da genau sieht, aber es ist sehr, sehr lustig. Und dann geht es halt darum, dass das FBI rausfinden möchte, was da passiert ist, denn es ist nicht nur ein Wärter, den seinen Verletzungen erlegen, sondern ein zweiter Wärter wurde per Kopfschuss getötet. Und der zweite geht aber nicht auf die Insassen. Und das sieht man, also das wird von Anfang an gleich klar gemacht, dass der zweite Wärter gar nicht von den Insassen getötet wurde. Und das erste eigentlich eher mehr ein Unfall war. Trotz allem will natürlich das FBI, genauso wie diese privatisierte Firma MCC, entschuldigen. Und machen jetzt quasi dann ihre Ermittlungen auf und befragen die Einzelnen, bieten Deals an, Haftverlängerung, keine weiteren Strafen, sondern dass sie es nur noch absitzen müssen und dann sind sie raus. Also so Deals, um eben rauszufinden, wer denn da wirklich am ehesten der Boss hinter dem ganzen Aufstand war. Und wollen derjenigen Person dann aber auch den zweiten Mord anhängen. Ja. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass es zwei Menschen gibt, die wissen, was genau passiert ist. Die beiden halten aber die Klappe. Und die beiden sind auch die einzigen, die wissen, dass sie es wissen. Also andere Insassen wissen es nicht. Und deswegen könnte das zum Problem werden. Denn jetzt muss jemand den Kopf dafür hinhalten, der es nicht war. Obwohl es jemanden gibt, der die Wahrheit sagen könnte. Die tun es aber nicht, weil sie zu viel Schiss haben. Und sie glauben, dass ihnen eh nicht geglaubt wird. Und das ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Zudem sind sie neu in einem neuen Gefängnis, wo sie vorher noch nie waren. Es ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Da ist nochmal alles ganz, ganz, ganz viel krasser. Da laufen nebenher unter den Wärtern Wetten. Ja, sie machen so ein Fantasy-Insassen-Spiel. Die quasi jeder sucht sich Insassen raus und für die Dinge, die sie so anstellen, kriegen die Wärter Punkte und zum Schluss gewinnt einer den Pott. Und da wird dann auch mal falsch gespielt, damit man Punkte kriegt, damit die Insassen irgendwas Böses machen. Dafür kriegen die Punkte und das ist nochmal eine Spur heftiger als im ursprünglichen Lipschied-Gefängnis und jetzt sind sie ja im Max, deswegen Hochsicherheitsgefängnis. Da ist nochmal alles ganz anders und selbst die quasi in Litchfield das Sagen hatten, sind jetzt hier die Neuen und müssen sich unterordnen, was für Personen wie Red ein ganz, ganz großes Problem ist. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin jetzt so bei Folge 5, glaube ich, von 13. Mal gespannt. Ich habe da irgendwie nicht reingefunden in die Serie. Deswegen muss man ja auch nicht. Ich kann da nicht viel zu sagen. Aber läuft ganz schön lange jetzt schon, ne? Ist die längste Netflix-Serie. Hinter Gittern im Frauenknast hier. Kommt fast schon daran, zeitlich gesehen. Walter! Wie viel gab es da? 12 Staffeln oder so, ne? Keine Ahnung. Das ist jetzt tatsächlich mit der 6. Staffel, ist das jetzt die längste laufende Netflix-Produktion. Aha. Ja, gut, wenn es. Und sie wird nicht langweilig. Wenn es Erfolg bringt. Ich meine, die sind ja auch bei den Golden Globes und sowas, sind die auch regelmäßig mit nominiert. Also. Kann ja nicht so schlecht sein, ne? Muss ja was dran sein, sonst würden sie es ja nicht machen. Ja, es ist auch gut, sonst würde ich es nicht angucken. Ja. Definitiv, du wirst bestimmt doch nicht der Einzige sein, die das anguckt. Also ich kenne da auch einige, aber ich habe da halt nie den Zugang irgendwie gefunden. Das ist halt so. Jo, okay. Dann vielen Dank für die Vorstellung von Orange is the New Black Staffel 6. Vielleicht schaut ja jemand von den geschätzten Zuhörern das auch weiter und kann da ja drüber berichten in den Kommentaren. Ich habe nur eine ganz kurze Game-Empfehlung, weil die Sendung jetzt schon sehr lang geht. Nur kurzer Hinweis, falls ihr eine Switch habt und jetzt beginnt ja so die Urlaubszeit, kann ich das Game Go Vacation sehr empfehlen.
Das macht echt Spaß. Das ist eine Sammlung aus ganz, ganz vielen. Entschuldigung. Ja. Das ist eine Sammlung aus ganz, ganz vielen so Minispielen, die so peu à peu freigeschaltet werden. Und alle haben irgendwie so ein bisschen was mit Urlaub zu tun und spielen auf so einer schönen Insel. Und dann ist auch so eine, kann man sich auch so eine kleine Villa bauen und die ausrüsten und sowas. Macht beiden Kindern bei uns sehr viel Spaß, obwohl die ja, die eine ist ja 12, der kleine ist 6, doch altersmäßig doch ein bisschen auseinander sind, aber da finden sie zusammen. Man kann nämlich auch mit bis zu 4 Leuten spielen und die spielen es halt immer zu zweit dann so mit Splitscreen und so. Die Spiele sind einfach genug, dass man es relativ schnell versteht und macht viel Spaß. Gerade wenn man dann die Switch mitnehmen kann unterwegs, denke ich mal, kann das viel Spaß machen wegen Urlaub dann. Nur mal Empfehlung von mir, Go Vacation, wer eine Switch hat. Das sind also die Urlaubsspiele für zu Hause. Wenn man nicht in Urlaub darf, dann darf man das dann nächstes machen. Ja, zum Beispiel. Okay. Oder auch, wie gesagt, für die Reise in den Urlaub. Wir nehmen ja dann die Switch auch mit. Jetzt müsste man mal durchrechnen, ob so ein, was ein Animateur für zu Hause kostet, wenn man den so 4 bis 5 Stunden am Tag mietet, ob das nicht günstiger ist wie ein kompletter Urlaub. Das machen doch eigentlich meistens irgendwelche Studenten, die da nur Kost und Logis bekommen und dann dafür an einem Urlaubsort sind, oder? Ja, noch besser. Ja. Ja, aber ob die jetzt unbedingt hier nach Remseck kommen wollen, ist dann die Frage, ne? Tja. Ich habe dir noch eine Mail weitergeleitet, da habe ich eine Einladung zu einer Beta-Test hier für NHL. Also, hast du bestimmt auch irgendwie bekommen, oder? Ja, klar. Hast du da schon reingeschaut? Ist das was? Oder? Nein, noch nicht. Noch nicht. Also demnächst hier in der Sendung, Teaser, NHL 2019 von unserem Eishockey-Experten getestet. Und wir werfen mal... Ja? Jawohl, ja. Wir werfen mal einen Blick in den... Briefkasten. Da hat... Sag mal, Kate, wie bekommst du eigentlich diese Audiokommentare? Bekommst du die per E-Mail oder wie ist das? Ja, ich leite die dir einfach nur weiter. Ja, nee, ich wollte nur prinzipiell mal wissen, denn man kann ja auch, also wer jetzt die Sendung hört und sagt, ich bin jetzt gerade unterwegs, mir geht es nämlich manchmal so, wenn ich irgendeinen Podcast höre und denke wieder irgendeinen anderen Filmpodcast, denke, oh Gott, was haben die da erzählt über den Film, sowieso, ich kann mir das dann manchmal nicht merken bis nach Hause, was es war, und um dann einen Kommentar zu schreiben. Also man kann uns auch zum Beispiel eine WhatsApp Sprachnachricht schicken, das ist doch jetzt so der heiße Scheiß, habe ich mir sagen lassen, oder? Macht man das jetzt? Ihr seid doch alle jünger. Nee. Also ihr findet die Kontaktdaten auf kinocast.net im Impressum, da steht auch irgendwie die Nummer drin. Dann könnt ihr einfach an diese Nummer, die da steht, eine Sprachnachricht schicken per WhatsApp. Also 0171 446 3366. Bin gespannt, ob da was kommt. Wäre gut, wenn ihr dann vielleicht noch einen kurzen Text mitschreibt, ob wir es in der Sendung spielen dürfen oder nicht. Und falls wir es spielen dürfen, denn die Kate hat nämlich einen Kommentar vom Oliver bekommen. Hier geht es immer noch mal um das ganz, ganz heiße Thema Hirnsuppe. Den würde ich jetzt mal einspielen. Guten Morgen, der Oliver mal wieder. Ich wollte mich noch mal geschwind melden. Der Erik war gar nicht so weit weg mit seinem Verdacht. Also der Spruch heißt wirklich normalerweise, eine gescheite Suppe hat einem Domino nie geschadet. Aber in dem ganzen Hirnsuppe-Fieber habe ich das vielleicht irgendwie noch ein bisschen durcheinander gebracht. Habe dafür aber dann jetzt aufgeklärt, wie eine Hirnsuppe wirklich schmeckt. Das wollte der ja letztes Mal auch wissen. Und eine Hirnsuppe schmeckt so ein bisschen nach Kalbsbries oder so nach eingemachtem Kalbfleisch. Habe ich von meiner schwäbischen Verwandtschaft erfahren. Und wenn dann jetzt jemand noch eine Frage hat, wie Kalbsbries schmeckt, würde ich sagen, das lösen wir dann in der nächsten Sendung auf. Also ich freue mich schon wieder auf euren Podcast. Macht's gut, schönes Wochenende. Tschüss, Oliver. Danke, Oliver, für dein... Was ist denn das? Hier atmet er noch schwer. Versucht die Taste zu finden zum Ausschalten. Oder kommt noch was? Ein Outtake? Nee. Ich möchte hier mal 2 Sachen festhalten. Zum einen, dass ich ein schwäbisches Sprichwort aus Versehen richtig hatte. Das andere ist... Also Kalbsbries, ist das Kalbsbrühe oder was kann das jemand für mich übersetzen, bitte? Kalbsbries? Kalbsbrühe. Ja, Kalbshirn. Bries, Kalbsbries, hat er gesagt. Kalbsbries. Kalbsbries. Bries. Warte, ich guck. Ich würde vermuten, irgendwie Brühe. Aber ich höre daraus, also wenn das nach Kalbs, was auch immer schmeckt, Kalbsbries, dass das dann vielleicht eher Kalbsgehirn ist in der Hirnsuppe. Weil wir hatten ja, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie... überlegt, ob es eventuell Schweinegehirn ist oder so.
Alter, hier steht da, das ist der Thymus des Kalbs. Was ist denn jetzt der Thymus? Och, Leute. Mit Himmels Willen. Ja, wir arbeiten uns hier. Also, die vordere Brust, der vordere Brustbereich bei einem Kalb. Ah, Kalbsbrust sozusagen. Quasi. Okay. Ja. Wir nörden uns hier total in Hirnsuppe rein. Ey. Irgendwann machen wir mal ein Community-Treffen hier, dann kochen wir Hirnsuppe. Ich kann ja mal eine Sondersendung machen. Kinocast kocht oder so. Es soll es, glaube ich, sogar, wer auf YouTube suchen kann, soll es sogar irgendwelche Kochvideos geben von mir. Stimmt. Ja. Da gab es die Sache mit den Pilzen. Psst, nicht verraten. Ja, das war ja was anderes. Interessante Info. Also das Thema lässt uns nicht los hier. Ich glaube, wir müssen hier mal irgendwann Hirnsuppe und da laden wir mal ein Dodokai ein, da machen wir mal eine Verkostung irgendwie. Vielleicht gibt es ja auch irgendein schwäbisches Restaurant hier in der Umgebung, was sowas fertig anbietet, dass man sich da nicht selber, dass man da so ein Gehirn kaufen muss und mit heimnehmen und so. Das ist ja auch schon ein bisschen, naja. Ja. Ich meine, ich habe in meiner Berufsausbildung mal beim Fleischer gearbeitet, ne? Also das ist nicht gerade angenehm. Aber schlimmer war Leber, wenn man Leber schneiden musste. Das suppt noch so richtig. Ja. Also wer dir Gehirn, wer dir also Leber. Naja. Entschuldigung. Also hätten wir einen habe ich pro Sendung frei. Einen solchen habe ich frei. Kann ich auch noch was von Erdnüssen erzählen? Ja, ja. Nee, wie gesagt, Audiokommentare gern hier an per E-Mail an kate@kinocast.net oder an die WhatsApp-Nummer. Ist da jetzt der heiße Scheiß WhatsApp hier. Ja, mal gucken, ob da was kommt. Jo, ansonsten, ich habe gerade irgendwie meinen Tab zugemacht. Ich wollte schauen, ob auf dem Blog irgendwelche Kommentare. Ah ja, da ist was eingegangen. Letzte Woche hatten wir Hotel Artemis, plötzlich Papa und was war der dritte Film? Habe ich vergessen. Der Rainer fragt, wo denn das neue Filmrätsel ist. Es gibt eine Filmrätselpause. Ja, weil wir können es ja offen sagen, die Beteiligung war doch eher gering. Also Rainer, du warst der Einzige, der mitgemacht hat, kann man ja mal sagen. Das hast auf jeden Fall. Hast du ja wahrscheinlich auch gemerkt, Rainer, dass immer nur deine E-Mail vorgelesen wurde. Deswegen, ja, vielleicht lassen wir uns mal demnächst irgendwas anderes einfallen. Und der Rainer schreibt auch noch, er hat auch den Trailer von Shazam, hat er direkt an Big gedacht. Und er wartet aber erstmal ab, was wir dazu sagen. Achso, er hat wahrscheinlich die Sendung noch nicht gehört und hat nur erstmal die Links in den Shownotes geklickt. Und irgendjemand hatte mich noch darauf hingewiesen, dass ein Trailer falsch verlinkt war. Habe ich korrigiert, ja. Schreibt weiter fleißig Kommentare auf kinocast.net oder nutzt die anderen sozialen Netzwerke, die es so gibt, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Und bestellt natürlich auch weiterhin eure Urlaubsartikel über unsere Affiliate-Links. Das hat zum Beispiel jemand gemacht, der einen Dilbert-Kalender bestellt hat für 2019. Kann man schon mal machen. Also geht langsam los. Oh, jetzt sehe ich gerade, kriege ich empfohlen, einen Tageskalender von Garfield. Auch niedlich. Was ist das hier? Tierhaarschneidemaschine hat jemand bestellt. Für einen Hund. und Power, die komplette zweite Season. Auf Blu-ray. Power, das war da auch das mit diesen Super, wo die Leute irgendwie so Superkräfte haben, was irgendwie so ein bisschen anders war, ne? Habe ich aber nie geguckt. Power. War nicht so meins. Da hatten wir irgendwie, ich glaube, in Fortsetzung folgt, hatten wir da drüber geredet. Also die Kommentare auf Amazon hier unten drunter, wird mit jeder Staffel besser. Mhm. Noch besser als Staffel 1. Vielleicht sollte man doch nochmal eine Chance geben. Pau. Okay. Dann sind wir eigentlich soweit durch, oder? Fällt euch noch was ein? Nö. Haben wir alles abgehakt. Dann vielen Dank fürs Mitmachen, Kate und Chris. Bis morgen dann in der Sneak. Schauen wir mal, was uns erwartet. An die Hörer da draußen, viel trinken jetzt bei der Wärme. Ne? Geschlossene Räume aufhalten. Am besten im Kino. Das kühl, ja. Da gibt es auch was zu trinken. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald.
bald im Kinocast.